Wir sind hier an der schönen Elbe, Anfang Oktober. Es ist noch absolut Top-Wetter. Es ist auch noch warm, also noch Pullover-Wetter. Aber es gibt ein Phänomen, was sich jedes Jahr an der Elbe beobachten lässt. Und das ist die Aufklarung des Wassers. Und mit dem Moment, wo das Wasser ein bisschen sauberer wird, fangen die Hechte an, hier durchzudrehen. Und man kann mitunter richtig große Elbhechte fangen aus diesen flacheren Rückwassern von den Buhnfeldern oder auch so ein bisschen in der Nähe der Stromkanten. Das ist jetzt Ziel dieser Tour, die jetzt am Abend hier beginnt, ne, und die dann morgen auch mit dem Boot weitergeht. Vom Boot aus geangelt, auch vom Ufer aus gefischt, und wir wollen uns richtig an die Elbhechte ranklemmen und mit Glück sogar den richtig, richtig großen abgreifen. Zander ist jetzt ein bisschen defensiver und am Tage eher schwierig ranzukriegen. Gerade bei diesem Sonnenschein und bei diesem sauberen Wasser. Die Elbe ist ja recht flach. Da kommt das Licht auch viel stärker am Boden an als in tieferen Flüssen wie den Rhein zum Beispiel. Und die Zander werden tagsüber ein bisschen verhaltener beißen, sich über den Köder drüber schieben, ihn nur anschieben oder eben ignorieren. Und erst im Dunkeln richtig aktiv werden. Aber das ist jetzt nicht Ziel dieser Tour. Ziel dieser Tour ist es wirklich jetzt, auf die Elbhechte konzentriert zu angeln. Wir haben dafür dicke Stahlvorfächer dran, ein bisschen größere Köder gewählt und befischen auch ein bisschen die Hinterwasser von diesen größeren Buhnfeldern und sind sehr gespannt, was das gibt, weil jedes Jahr mit dem Herbststart immer sehr viele große Elbhechte gemeldet werden. Der hat sich übergeschoben. Jawohl, den haben wir. Übergeschoben. Wie sieht man das? Ey. So ist das, wenn sie nicht richtig beißen wollen. Kann man hier mal richtig schön zeigen. Ne? Hat sich übergeschoben und. Oh. Der Greifer hat ihn aufgenommen. Geiler Fisch. Und das, obwohl es ja gar nicht so tief ist. Und bei strahlendem Sonnenschein und klarem Wasser. Manchmal ist es verrückt. Mir hier in der Dämmerung ein schöner 80er Hecht hier draufgeknallt auf den Reaktor. Wahnsinn. Schöner Fisch. Schwede. Drüben von der Prallseite runter. Ganz langer Wurf, fast auf die Steine drauf. Echt. So. Der ist sauer.
habe ich noch gesagt, der hängt gut. Ja, das ist. Hätten Kescher mitnehmen sollen, ne? Dann hätte ich ihn drüber führen können, aber so. Manchmal, auch das war so geil. Auf voller Distanz drüben habe ich ihn vom ganz flachen ins Tiefe so reinfallen lassen. Von der Kante so ein bisschen weiter weggestartet, ne? Dass er schön lange abtaumelt drüber und psch, ist er von unten wahrscheinlich aus dem Stein raus so hoch gestartet. Ey. Boah, das war geil. Ja, hat aber nicht. Hat sehr gut gesessen, aber da hat sich einmal so komisch ausgeklinkt, ne? Und dann war er weg. Aber das ist beim Angeln, gehört das ja dazu. Ne? Man kann nicht jeden kriegen. Wo wäre dann der sportliche Sinn? Ne? Ach, geiles Erlebnis trotzdem, ne? Diese Elbhechte. Jetzt im klareren Elbwasser, ne? Am Tage beißen die sehr gut auf die Gummiköder. Das ist ein guter Anfang am Morgen. Ne? Das geht aber von der Performance noch besser, Herr Hähne. Danke. Sportlich sind die, sportlich. Schon einmal komplett rausgesprungen aus dem Wasser. Mittlerweile ist es schon wieder fast sommerlich heiß. Da war der hinterher und hat ihn aber nicht richtig genommen. Guck an, du. Hängt außen. Ja! Den haben wir aber. Ach, ist das krass. Der hat den sich hier geholt. Überschoben quasi. Aber eine herrliche Farbe. Gar nicht so tiefes Wasser. Jawohl. Oh, der ist schön. Wieder. Die Maserung. Ah, die Elbhechte, die sind aber auch wunderschön. So, und der hängt wieder von außen. Ne? Der hat sich wieder quasi überschoben. Ist das ein geiler Fisch. Also die Färbung dieser Elbhechte, das ist schon, ist so eine herrliche Maserung. Trick, ne? Damit er schneller wegschwimmt. Einfach den Schwanz ein bisschen bewegen. Einfach so, dann kriegt er diesen richtigen und dann in diesen Ecken hier hinten drin. Ne? Das ist eine ganz, ganz kleine Ecke, aber das Wasser dreht eben extrem hier drin. Aber ist auch nicht, ja, was heißt so mitteltief, ne? Wie tief wird das hier sein? Also 2 Meter, 2,5 Meter vielleicht. Die Stromkarten sind tiefer und wir fangen sie tatsächlich dann hier hinten drin, aber erst ab Oktober, wenn das Wasser mit einmal aufklart, dann sehen die Köder wahrscheinlich und dann kriegt man die sehr zuverlässig ans Band. Den richtig dicken, ob wir den noch kriegen. Ne? Ich habe zu Philipp schon gesagt, Mensch, in so einer Ecke, da müsste doch so ein Torpedo, so ein Baumstamm am Grund drin liegen irgendwo. Machen wir jetzt mal ein bisschen und werden auch vom Boot auch mal ein bisschen werfen. Also mal ein paar Buhnen abdriften und dann mal so, weil bei den ersten Würfen kommt die eigentlich schon. Ne? Das war jetzt hier der 4. Wurf. Hier hinten durch das Eck und dann eben bloß der richtige Winkel, wie er halt steht, dass er den Köder halt irgendwie sieht und dann zack. Aber eben überschoben und dann aufgenommen. Wieder genau das gleiche. Ne? Also der muss den in der Sinkphase quasi, wenn der so in die, ne, in diese Abtaumelphase kommt, quasi irgendwie aus Neugier irgendwie überschieben. Ich merke das halt in der Route und dann schlage ich an und kriege ihn von außen. Ne? Sehr deutlich, das ist ein sehr komisches Beißverhalten, liegt aber daran, dass absolute Windstille ist, die Sonne total auf dieses jetzt recht saubere Wasser draufballert und das nicht sehr tief ist, also nur höchstens 2 Meter, 2,5 Meter in diesen Ecken, die wir jetzt, wo wir jetzt die letzten Hechtkontakte hatten.
Der chirkt noch am Kescher. Ja, klasse. Zack. Ja, das ist die Ordnung im Boot. So. Köder ist ab. Das ist aber normal, dass der... Der hat sich quasi enthakt. Ich muss vorsichtig sein. Da ist er. Ja, schön. Bootsstrategie. Jetzt haben wir uns quasi innen reingestellt, die großen Buhnen. Und fischen die Stromkanten drauf und in die Rückwasser rein. Da können wir beide Seiten erreichen. Geiler Fisch. Den schön weg. Da ist er. Da haben wir den Elbhecht. Jetzt habe ich hier voll einen drauf gehabt. Der hat den so auf Zug genommen, da war so viel Druck drauf gewesen, dass er mir gleich wieder ausgestiegen ist. Aber hier kann man die Bissspuren sehen. Hat er gut im Maul gehabt. Schade, aber passiert. War es gemein. Beim Vorbeidriften quasi rangeschmissen. Und ein schöner Absinkbiss. Boah, der ist sauer, ey. Das ist ein Zander, aber was für einer. Das ist ein Zander. Yeah! Boah, den muss ich reinliften. Ist das ein Fisch? Unglaublich. Ist das irre. Es ist ein Traum. Klar, das Wasser, Sonnenschein trotzdem. Ist das endgeil, endgeil. Jetzt zur Dämmerung, Abend. Abschluss, letzte Drift, letzte Buhne eigentlich. Kaum noch mal einer. Aber der kam jetzt so fast vertikal, da habe ich den erst so hinterher genommen. Unten auf dem Grund und dann mit der Rudenspitze angetippt. Der wollte es wissen. Eieieiei. Ei, 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 ei.
Manchmal, die haben echt keinen Schiss, ne? Dickes Stahlvorfach, ne? Der 16er Köder hier drauf. Also, das ist schon heftig, ne? Also auf den, aber auch hier, ne? Den Mega-Kauli ohne Drilling drauf, mit Stahl, bumm. Ist denen egal, wenn die fressen wollen, wenn die ihre juckige Zeit kriegen jetzt abends, läuft das.